Was für ein schöner Tag. Die Sonne leuchtet, das Gras riecht so gut, als könnte man es essen. Und Max ist schon den ganzen Tag draußen mit seinen Freunden. Bis eben haben sie noch Fangen gespielt. Es ist eine Brille. Und was für eine. Sie hat einen orangenen Rahmen und gelbe Gläser und ist mit funkelnden Steinchen besetzt. Das ist ja verrückt. Immer wieder schaut er durch die farbigen Gläser. So hat er den Park wirklich noch nie gesehen. Und das Beste ist, das alles sieht nur er. Er ganz allein. Er kann es kaum glauben. Es sieht aus wie in einem Traum, in dem manchmal die verrücktesten Dinge passieren. Da können Papierflieger nach Panama fliegen und alle Leute das machen, worauf sie heimlich Lust haben. Er hätte an irgendetwas denken sollen. Oh weh! Jetzt fällt es ihm wieder ein. Er hätte rechtzeitig zu Hause sein sollen, um sein Zimmer aufzuräumen. Max, du bist viel zu spät. Du wolltest doch aufräumen, bevor Papa nach Hause kommt. Wie das hier wieder aussieht. Ihre Stimme ist etwas lauter als sonst. Es ist ihre super Sauerstimme. Und durch die Brille ist seine Mutter ganz schön gruselig anzuschauen. Seine Mutter ist böse. Die tolle Brille hat er aus dem Fenster geworfen. Und heute gibt es wohl auch kein Eis zum Abendessen. Dabei isst er doch so gerne Eis. Wäre er nur rechtzeitig gekommen und hätte sein Zimmer aufgeräumt.